Leute, was geht ab zu einer spontanen Runde? Nämlich bin ich immer noch krank. Trotzdem sage ich, komm, ich mache trotzdem weiter Videos. Jetzt mal wieder hier eine Runde Fall Guys mit meiner kaputten Switch. Könnte immer mal wieder ausgehen. Ne? Aber ich war sehr, sehr lange krank. Das ist es. Ich war sehr lange krank. Die Folgen, die ihr gesehen habt, wie ich bin, ich erkunde die Welt, war alles vorproduziert. Das ist es nämlich. Alles, was ihr bisher gesehen habt, war vorproduziert und jetzt ist wieder ausgegangen. Meine kaputte Switch, einfach weil ich Lust hatte auf Fall Guys und ich habe wegen anderen Scheiß. Es wird sehr häufig das Bild switchen, wie jetzt hier wieder. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, dass die Switch aufhört, die ganze Zeit das Signal zu verlieren. Ich verstehe nämlich auch nicht, warum, wenn ich das Ganze mit einem mit einem Fernseher verbinden will, passiert genau dasselbe. Meine Switch ist kaputt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, das trifft es, glaube ich, am meisten. Meine Switch ist kaputt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil ihr, nicht nur ihr seht nichts, sondern ich sehe in dieser Sekunde auch einfach nichts. Weil die Switch einfach mal denkt, geh aus. Ja, das ist es. Die Switch sagt einfach, ich gehe aus, obwohl ich... Ich verstehe es nicht. Ich hasse es, aufzunehmen, wenn ich weiß, dass die Geräte einfach versagen. Die Geräte versagen einfach und da hasse ich es einfach aufzunehmen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so eine Folge auf, damit ihr wisst, was abgeht. Ich bin krank. Es könnte sein, dass erstmal nichts weiter kommt. Ich bin wieder aus. Ich weiß nicht, ich bin krank. Ich weiß nicht, wie es jetzt erstmal für diesen Kanal weitergehen soll. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass kein Daily Upload mehr kommt, bis ich gesund bin. Ja. Es wird vielleicht nur ein Video pro 2 Tage kommen. Und ihr seht auch, dass es unmöglich ist, eine Folge aufzunehmen. Weil immer wieder diese Scheiße... Ich weiß gar nicht, was die Switch macht. Ob die sich einfach denkt, oh, ich gehe aus, hab kein Signal mehr. Ich weiß nicht, was an dieser Switch kaputt ist. Aber es ist irgendwas kaputt. Und es liegt nicht an meiner Elgato. Es liegt nicht an meiner Switch. Doch, es liegt 100% an meiner Switch. Es liegt nicht an der Elgato. Es liegt nicht an meinem PC. Es liegt auch nicht an meinem HDMI-Kabel. Weil alle 3 Dinge habe ich schon mal ersetzt. Und bisher immer wieder das Problem. Und wenn ich jetzt auch meine andere Switch hier dran mache, da ist alles perfekt. Also es liegt an meiner Switch. Weil ich habe ja noch eine, ich habe ja 2. Und die habe ich bisher immer benutzt, weil meine andere kaputt ist. Und dann habe ich hier noch so eine alte Scheiß-Switch, Alter, die nicht mehr funktioniert. Ich habe hier immer ein paar Switches liegen, falls mal wieder was wirklich kaputt geht. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach aus Frust eine Folge auf, damit ihr wirklich wisst, was los ist. Ich bin krank, mir geht's nicht gut. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen an meiner Stimme. Ich weiß auch nicht so. Ich wurde heute geimpft und jetzt geht es mir noch scheißer. Ich weiß aber nicht mehr, was ich so machen soll. Dass das auch ihr schon wieder aus, dass das immer an meiner Zeit passieren muss, wenn ich aufnehmen will. Ich werde krank, die Technik versagt, es ist immer Müll, Alter. Ich will aufnehmen und findet 1 Stunde lang keinen Spieler. Hier, keinen Spieler findet. Nee. Hä, wie muss ich zeigen? Hier. Findet keinen Spieler. Wie hier ist meine Hand links, hier ist bei euch rechts. Es ist dumm. Es ist einfach nur stupid, Alter. Und ich will ja euch Content bringen. Aber wenn die Switch oder meine generell die Technik versagt, geht's nicht. Ich liege manchmal an einer Folge mehrere Stunden, obwohl das aussieht, er hat es in 14 Minuten fertig. Nein! Wenn die Technik versagt, ist Schluss. Früher, da konnte ich ja nicht mal reden. Da hatte ich noch keine Facecam, ich konnte nicht reden. Hatte damals noch kein Greenscreen. Ja, geht wieder aus. Ich könnte heulen, schon wieder.
Hier schon wieder. Guck mal, wie oft das auch ausgeht. Wirklich, Nintendo, ich will von euch eine neue haben. Eine neue, wo trotzdem alles noch drauf ist. Ja. Das will ich. Eine neue Switch, wo wirklich alles drin drauf ist. Handheld funktioniert doch auch. Warum funktioniert es denn nicht, wenn ich es verbinden will am Fernseher? Und der Fernseher ist es ja nicht mal. Ich verstehe es nicht. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Weil alle meine anderen Switches funktionieren doch auch. Warum funktioniert die nicht? Und Leute, ich weiß, dass ihr wieder reinschreiben werdet. Hä? Dann mach das doch einfach so, dass du deinen Spielstand auf die andere Switch bringen willst. Ja, das will ich ja auch gerne. Aber da könnte ich wieder ausrasten, Junge. Weil ich mein Google-Passwort nicht mehr weiß. Also ich weiß mein Passwort nicht mehr von der E-Mail. Ich weiß mein Passwort nicht mehr. Und wenn ich mich mit... Weil ich habe ja zwei Passwörter. Und wenn ich dieses eine Passwort eingeben will... Wisst ihr, was dann kommt? Ach, scheiß drauf. Wisst ihr, was dann kommt? Richtig. Ich werde mit irgendeinem anderen Konto verbunden. Wirklich, entweder ich spiele Fall Guys. Ach, scheiße. Normal. Aber ich verliere meinen ganzen Spielstand, weil ich das Ganze dann auf diese Switch mache. Oder ich habe meinen ganzen Spielstand noch. Aber es geht die ganze Zeit an und aus. Ihr seht ja auch das Problem. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Es macht keinen Sinn. Und ich werde die Folge so hochladen, ist mir scheißegal. Damit ihr wisst, was abgeht. Warum keine Videos mehr kommen. Ich habe tausende von Ideen. Weil viele schreiben mir auch immer, hast du keine Ideen mehr? Ich habe tausende Ideen. Aber kann sie nicht umsetzen, weil meine Switch die ganze Zeit aus und an geht. Und das ist auch in Handheld-Modus so. Guck mal, Handheld-Modus. Und jetzt will ich... Es passiert nichts. Und wenn ich mich in irgendeine Software einlogge, ist egal welche Software. Ich logge mich ein. Und dann ist Schluss. Ich weiß nicht mehr weiter. Soll ich ein Video hochladen, wo ich die Switch mal komplett auseinanderbaue und gucke, warum es nicht geht? Und dann habe ich aber wiederum das Problem, wenn ich da irgendwas verkacke, ist meine ganze Switch kaputt. Hier, guck mal. Jetzt bin ich sogar noch rausgeflogen. Ich hasse das. Ich hasse mein Leben gerade so hart. Ich habe mich so drauf gefreut. Alles hat funktioniert. Alles ist angekommen. Und dann denke ich, ja, ja, es geht los. Nein, geht's nicht, weil wieder das nächste Problem kommt und das ist dieser Kack-Switch. Ich bin am Ende mit meinem Nerven, Alter. Ich habe keine Lust mehr. Entweder ich muss aber langsam eine Entscheidung fällen. Entweder ich verliere meinen Spielstand oder es ist immer wieder das, was jetzt gerade passiert. Ja, es geht aus, geht wieder an. Ich heule, Digga. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe Kopfschmerzen, mir tut alles weh. Und dann sehe ich, dass das nicht funktioniert. Und dann schreibt ihr mir auch, hä? Du brauchst doch gar keine... Du brauchst doch gar nicht so... Mach doch einfach dein Ding weiter. Ich will's ja weitermachen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Und ich hasse Nintendo. Nintendo ist meine Hassfirma mittlerweile. Weil die keine Mühe sich mehr in Games reinstecken. Wie Pokémon. Was war das für ein Scheiß? Und dann könnt ihr nicht mal richtig, da ist selbst die Technik kacke. Und wenn man schon weiß, die Technik ist kacke, warum sollte man sich denn überhaupt noch was machen? Und hiermit ist Ende des Videos. Ich habe euch alles erklärt, was gerade ab ist. Es kann nur sein, dass 4 Wochen nichts mehr kommt. Aber da kann ich nichts dafür. Wenn die Technik versagt, kann ich nichts dafür. Und deswegen kam auch dieses um die Welt. Weil das das Einfachste war, was ich machen konnte. Einfach raus in die Natur Spaß haben. Aber wenn ich dann hier sowas sehe, Alter, da denke ich mir so, nee. Nee. Ist egal. Wenn die Technik versagt, ist Schluss.
Das wollte ich euch nur mal so gesagt haben. Ihr seht ja die ganze Zeit, was passiert. Es geht die ganze Zeit wieder aus und an. Es wird erst mit der Zeit nichts kommen, bis ich eine Lösung gefunden habe. Bis ich eine Lösung gefunden habe, wie ich es ändern kann. Ansonsten wird erstmal nichts weiterkommen. Tschüss.